Hallo ihr Lieben, also ich habe mir jetzt auch mal die Promptliste vorgenommen von Luise und Barbara und habe gedacht, ich fange mal an. Ich komme aber zeitlich irgendwie überhaupt nicht hinterher. Ich habe eigentlich den zweiten Prompt schon gemacht, weil heute ja schon der zweite ist. Aber jetzt habe ich gedacht, das Flausch- und Einmachglas, das probiere ich jetzt doch auch noch einmal vor der Kamera. Und zwar war mein großes Problem, dass ich nichts Flauschiges habe. Also ich habe kein Fell und nichts und dann habe ich so überlegt, was ich mache und habe mir dann so eine kleine Quaste gebaut aus so einem, das ist so ein Band, das ist wie T-Shirt, also es ist schon weich und fluffig so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich die Waschbären dazu, die sind ja auch fluffig. Genau. Und das Mason Jar, also das Einmachglas oder das Glas, das ist natürlich weniger ein Problem. Da habe ich mir mal so eine kleine Schablone gemacht, weil ich mir das dann da drauf zeichnen will. Und ich habe mir einfach so einen Untergrund genommen, so als, also das ist, wird dann so ein Papier haben, denke ich mal einfach. Und ein Büchle habe ich auch, wo ich das reinmachen kann. Das habe ich letztens mal aus den Produkten gemacht, die ich da neu hatte. Und das hat so ein bisschen Steampunk-mäßig, ist eigentlich so Travel Journal. Aber da werde ich die reinbauen. Genau. Ist ja auch eine Reise, dieses, jetzt muss ich probieren, es mal auszusprechen. Defemrember. Ist ja auch eine gewisse Reise. Genau. Und jetzt mache ich hier mal, wir machen das Jar hin, dieses Glas. Und da das ja doch ein bisschen was Gleichmäßiges ist, habe ich gedacht, mache ich mir mal so eine Schablone, damit es nicht schief und krumm wird. Ja. So. Ja, also ich habe mal mein ganzes Zeug durchguckt und das wusste ich schon von Anfang an, dass ich eigentlich nichts Flauschiges habe. Und dann habe ich irgendwie so, habe ich gedacht, ah, da kommst du eh nicht hinterher. Hast gerade sowieso nicht so viel Zeit. Und jetzt hat es mich doch nicht losgelassen, weil ich so diese ganzen Ankündigungen gesehen habe. Und irgendwie finde ich es auch eine ganz super Idee, muss ich sagen. Machen wir da mal noch. Da ist der Deckel. Genau. So. Machen wir da hier vielleicht gleich schon mal ein Schleifchen hin. Genau, mit dem das Jar. So. Dann machen wir das so. Dann machen wir vielleicht hier oben noch eine Rundung. Ach, ich wusste, dass ich schief werde, wenn ich frei zeichne. Naja, aber kann man ja schraffieren. So. Also das ist mal mein Jar. Was haben wir denn da drin? Das sind vielleicht irgendwelche Kugeln, irgendwelche Perlen oder sowas drin. Da mache ich da mal so. Oder was Flauschiges. Aber da mache ich jetzt mal, zeichne mal irgendwas. Genau. Und die Verzierung oder so, das mache ich gerade mit irgendwas, was ich hier so am Schreibtisch habe. Weil ich habe hier wieder ganz viele Sachen stehen, so kleine Schachteln, wo irgendwelche Reste noch drin sind von der letzten Aktion. Und da werde ich mir dann was nehmen. So, da ist jetzt, sind irgendwelche Kugeln drin, Perlen. Genau. Und dann kann man die Quaste so dran machen. Und dann schneide ich mir die Waschbären aus. Und dann gucke ich mal weiter und zeige euch, was ich zum Schluss da so draus gemacht habe. So, und das ist jetzt so das Ergebnis. Also hier ist die Quaste. Das ist alles noch nicht so super durchgetrocknet. Und dann habe ich hier noch so einen Schnipsel, den ich irgendwo liegen hatte. Da ist das Glas, das habe ich noch ein bisschen koloriert, auch mit metallischer Aquarellfarbe. Dann sind die kleinen Waschbären hier, das Schildwaschbär, das ist immer so schön geschrieben auf den Karten. Das habe ich mit verwendet und da habe ich noch so eine kleine Papieransammlung und einen Schmetterling. Und dann habe ich noch ein bisschen Nuvo-Drops drauf und so eine kleine Öse und der Schmetterling und vor allen Dingen die Nuvos, die müssen noch ein bisschen trocknen. Genau,
Also das ist der erste Prompt, Flausch und Einmachglas. Und dann zeige ich euch gleich mal das, was ich als zweites dazu gemacht habe, was heute eigentlich dran ist. Und zwar ist das Spielkarte und Spritzer. Genau, wenn ich es wieder verlesen habe. Und da habe ich eine Spielkarte genommen, habe die so ein bisschen auf alt gemacht und halt auch mit Farbe so ein bisschen gedimmt. Und dann habe ich sie beklebt mit so kleinen Elementen, eine Uhr. Und die Karte, die ich dazu mir genommen habe, ist die Schildkröte. Und die habe ich auch so ein bisschen noch verfremdet und habe dann hier noch zwei so Elemente drunter geklebt. Die Unterlegscheiben liegen ja noch von Birgit, von der Challenge mit Birgit da, vom Baumarkt. Die mag ich total gern. Das ist einfach ein schöner Goldton. Genau, und dann habe ich noch ein bisschen so weiße Sprenkel drauf gemacht und Nuvodrops, das sind die Spritzer, also die Sprenkel eher, die weißen. Und die Nuvodrops kommen noch dazu. Genau, das ist die zweite Challenge, der zweite Prompt. Genau, und jetzt gucken wir einfach mal weiter, was ich so mit schaffe. Und vielleicht mache ich immer mal zwei, drei zusammen und zeige es euch. Also, ciao! What?